Hallo, heute will ich euch einen kleinen Tipp geben, wie ihr eure Unterarme trainieren könnt, ohne dass ihr dafür extra Übungen machen müsst. Und zwar, ihr nehmt eine normale Hantel, ganz normale wie die hier, und was ihr macht, ihr wickelt, ihr nehmt so ein Seil, das kann man bei jedem Markt kaufen, das ist nichts Großartiges, ein ganz normales Seil, das wickelt ihr um den Griff dieser Hantel. Ist es egal, ob es jetzt eine Kurzhantel ist oder eine Langhantel. Hauptsache, ihr wickelt dieses Seil um den Griff und damit sieht das so aus wie diese Hantel hier. Ja, ihr seht hier, ich hab das Seil um den Griff gewickelt. Am Ende habe ich so mit Klebeband das geklebt, damit sich das Seil nicht öffnet. Und so hat man jetzt einen wesentlich fetteren Griff hier als bei dieser Hantel hier. Ja, ihr seht hier, ich kann meine Hand um den Griff leicht rumkriege, während hier ist der Griff wesentlich fetter und ich kriege meine Hand nicht um den Griff. Jetzt so einen fetten Griff, der trainiert die Unterarme automatisch bei jeder Übung, die er macht. Egal, ob er was für Bizeps macht, für Rücken, für Trizeps, es ist egal. Die Unterarme werden immer trainiert, ohne dass ihr jetzt extra für die Unterarme noch spezielle Übungen machen müsst. Und das habe ich jetzt bei allen meinen Hanteln gemacht. Ich habe so ein Seil an allen meine Hantelgriffe gewickelt und mit so Klebeband geklebt. Und damit ist egal, was für ein Training ich mache, meine Unterarme werden immer trainiert. Weil die Sache ist so, die Zeit ist sehr begrenzt immer und man will ja sich auf die wichtigen Muskeln konzentrieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, für Unterarme habe ich wirklich keine Zeit. Und daher habe ich diese Seile da überall gemacht an den Hanteln. Und somit werden meine Unterarme automatisch trainiert. Das kann man auch auf Langhanteln machen und anwenden. Ihr müsst auf eins aufpassen, macht das Seil oder macht diesen Griff nicht zu fett. Also das heißt, wenn der Griff jetzt sehr fett wäre und man hat eine schwere Hantel, erstens macht das keinen Spaß, so eine Hantel mit so einem fetten Griff zu heben. Und zweitens, falls man unter der Hantel liegt, ja, dann wäre das sehr gefährlich, wenn man so einen unstabilen, extrem fetten Griff hat, ne? Also man muss es schon in Maße machen. Deswegen, guckt mal, ich meine, das Seil hier ist nicht, ist kein dickes Seil, es ist ein ziemlich dünnes Seil, aber ihr müsst halt selber probieren und gucken, was für euch passt. Ja, entweder nehmt ein dickeres Seil oder ein dünneres. Wenn ihr findet, dass euer Seil zu dünn ist, ihr könnt das doppelt wickeln. Also macht die erste Wicklung und dann eine zweite Wicklung. Und diese Hanteln hier, die habe ich vor circa, was weiß ich, 7 Jahre oder so gemacht und die halten immer noch. Die andere Sache, was schön an dem Seil ist, ist, das Seil bietet auch einen guten Griff, weil wenn ich jetzt verschwitzte Hände habe, dann rutschen sie nicht bei dem Seil. Die sind sehr fest. Das Seil bietet, wie ihr seht hier, einen schönen, griffigen Griff und es rutscht nicht so einfach. Ja? Es gibt auch natürlich Lösungen, dass man so eine Art Rohr nimmt, so eine Art fettes Rohr und das Rohr hier legt. Aber ein Rohr ist ziemlich glatt und bei nasse Hände wäre das sehr schwer zu greifen. Ja, ich zeige es mal hier. Jetzt hier, das ist eine normale Hantel. Ja, die hat hier Metall. Der Griff hier ist nicht so gut wie das Seil hier. Ja, deswegen der zweite Bonus vom Seil ist, dass es auch einen guten Griff bietet, vis-à-vis ein Metallgriff. Okay? Und mit so dickeren Griffe habt ihr automatisch kostenlose Unterarmübung. Kostenlos in dem Sinne, dass ihr keine extra Zeit dafür widmen müsst.